In diesem Video wollen wir uns mal mit dem Namen Gottes und seiner Bedeutung beschäftigen. Durch die Bibel hinweg rufen Gott und seine Auserwählten immer wieder die Menschen dazu auf, den heiligen Namen Gottes zu verkündigen. Jesaja 12, Vers 4: Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Die meisten Christen würden auf die Frage, wie der Name ihres Gottes ist, bestimmt mit Jesus antworten, doch in diesem Video werden wir deutlich machen, dass dies nicht der Fall ist. In dem Psalmen wird auf besonders schöne Weise ausgedrückt, wie heilig der Name Gottes ist. Dort heißt es: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Wie dein Name, o Gott, so reicht auch dein Ruhm bis an die Enden der Erde. Wir danken dir, o Gott, wir danken dir, denn nahe ist dein Name. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Angenommen, wir sind in einer Stadt und sehen von weitem jemand, nennen wir ihn mal Klaus, den wir schon lange nicht mehr gesehen und deswegen seinen Namen vergessen haben. Anstatt Klaus zu rufen, rufen wir also, sagen wir mal, Peter. Klaus reagiert aber nicht, weil er sich eben nicht angesprochen fühlt. Genauso fühlt sich auch Gott nicht angesprochen, wenn wir zum Beispiel seinen heiligen Namen vergessen oder ändern und ihn zum Beispiel Zeus nennen würden. Deswegen fragt die Bibel auch in Sprüche 30, Vers 4: Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Und genau diese Frage wollen wir jetzt beantworten, nämlich wie sein Name lautet und wie der Name seines Sohnes ist. In den meisten Bibelübersetzungen steht, dass sein Name Herr ist. Doch Herr ist kein Name, sondern ein Titel. Im Hebräischen sprechen wir allerdings von Yahweh, was im Allgemeinen mit Ich bin, der ich bin übersetzt wurde. Als Moses am brennenden Dornbusch stand und von Gott beauftragt wurde, zum Pharao zu gehen, sprach Moses zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Moses: Yahweh, ich bin, der ich bin, das ist mein Name ewiglich. Die Phrase Ich bin, der ich bin kommt aus dem hebräischen Wort Haya. Das Wort Haya ist ein sehr kraftvolles Wort und bedeutet sei. Das macht deutlich, dass Gott nicht geschaffen wurde, sondern der Schöpfer ist. Ein Beispiel dafür finden wir zum Beispiel bereits in der Schöpfungsgeschichte, nämlich im 3. Vers der Bibel, wo es heißt: Da sprach Gott, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott hat die Himmel und die Erde also durch sein Wort erschaffen. Gott sprach und es wurde. Deswegen heißt es auch über dieses hebräische Wort Haya: Der Gebrauch von Haya in solchen Passagen erklärt die eigentliche Auslösung der Macht, so dass die Erfüllung zugesichert wird. Auch wir erschaffen unsere Realität mit unseren Worten, die Ausdruck unserer Gedanken sind. Und das, was Gott spricht, ist Ausdruck seiner Schöpfungskraft. Im Psalm 33 steht geschrieben: Die Himmel sind durch das Wort Jahwes gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Der Name des himmlischen Vaters, Ich Bin, ist in sich selbst ein Versprechen, nämlich dass er all das sein wird, was seine Kinder brauchen. Jeremia 33, Vers 2: So spricht Jahwe, der es tut, Jahwe, der es ersinnt, um es auszuführen. Jahwe ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Jahwe ist der Ich Bin, also der immer Seiende, der nie war oder sein wird, sondern immer ist. Und das Wort Haya drückt aus, dass wir so sein sollen, wie Jahwe ist. Brauchst du Weisheit? Jahwe sagt, ich bin Weisheit. Sei weise. Jakobus 1, Vers 5: Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Jahwe, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Brauchst du Vergebung? Jahwe sagt, ich bin deine Vergebung. Dir sei vergeben.
Psalm 86, Vers 5: Denn du, Jahwe, bist gut und vergibst gern, und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Brauchst du Mut? Jahwe sagt: Ich bin deine Stärke. Sei tapfer. Jesaja 41, Vers 13: Denn ich, Jahwe, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir: Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Betest du für die Erlösung deiner Kinder? Jahwe sagt: Ich bin dein Erlöser. Sei gerettet. Jesaja 49, Vers 25: Ja, so spricht Jahwe. Denn nun werde ich mit dem kämpfen, der gegen dich kämpft, und ich werde deine Kinder erretten. Wenn Menschen uns Versprechungen geben, kann man sich nie hundertprozentig sicher sein, dass diese Person auch sein Versprechen hält. Das gilt besonders für Politiker heutzutage. Aber Gott hält, was er verspricht, das hat er schon immer getan und das wird er auch weiterhin immer tun. 1. Chronik, Kapitel 17, Vers 24: Und so soll dein Name erhoben werden, ewiglich, dass man sage: Jahwe Zebaoth, also der Herr der Herrscher, der Gott Israels, ist Elohim für Israel. Jahwe ist der Gott Israels und wird niemals der Gott Amerikas oder der Griechen sein, aber Amerikaner oder Griechen können zum Gott Israels kommen, auch wenn sie keine Israeliten sind. Denn nicht die Hautfarbe oder die Staatsangehörigkeit spielt für Jahwe eine Rolle, sondern der Glaube an ihn, seinen Sohn und seine Tora. 2. Chronik, Kapitel 6, Abvers 32: Aber auch wenn ein Fremdling, der nicht zu deinem Volk Israel gehört, aus einem fernen Land kommt, um deines großen Namens und deiner mächtigen Hand und deines ausgestreckten Arms willen, und er kommt und betet zu diesem Haus hin, so höre es du vom Himmel her, deiner Wohnstätte, und tue alles, um was dieser Fremdling dich anruft, damit alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel, und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich erbaut habe. Sein Name ist also Jahwe, und jetzt schauen wir uns mal den Namen seines Sohnes an, der heute unter dem Namen Jesus bekannt ist. Der Name Jesus wurde dreimal übersetzt, vom Hebräischen ins Griechische, vom Griechischen ins Lateinische und vom Lateinischen ins Englische oder Deutsche und so weiter. Von Jeshua zu Jesus, von Jesus zu Jesus, von Jesus zu Jesus. Der ursprüngliche Name Jeshua oder Jehoshua heißt übersetzt Erlösung. Psalm 25 und Psalm 111: Um deines Namens willen, o Jahwe, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. O Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten. Er hat seinem Volk Jeshua gesandt, also Erlösung, auf ewig verordnet seinen Bund, heilig und furchtgebietend ist sein Name. Vor 2000 Jahren kam schließlich Jeshua, also die Erlösung, auf die Welt. Lukas 2, Vers 38: Auch dieser trat zur selben Stunde hinzu und pries Jahwe und redete von ihm zu allen, die auf Jeshua warteten in Jerusalem. Wenn es um die Wurzel der biblischen Abstammung geht, geht man immer zurück bis zu Adam, doch nicht Adam ist unser erster Vater gewesen, sondern Gott, denn er hat schließlich Adam erschaffen. Deswegen ist Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, zugleich auch unser himmlischer Vater. Jesaja 63, Vers 16: Du aber, o Jahwe, bist unser Vater, und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Deswegen machte Jeshua in Johannes 4, Vers 43 auch deutlich, dass er im Namen seines Vaters gekommen ist, etwas, was der islamische Jesus Isa niemals behaupten würde. Johannes 5, Vers 43: Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Das könnte zum Beispiel eine Person sein, die sich selbst als Heiligen Vater bezeichnet, oder eben jemand, der behauptet, dass Gott nicht unser Vater ist und Jesus demnach auch nicht Gottes Sohn ist. 1. Johannes 2, Vers 22: Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Es gab aber auch viele, die Jeshua als Erlöser anerkannten und deswegen bei seinem Einzug in Jerusalem sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen Jahwes. Auch im ersten Satz des Vaterunser fordert Jeshua uns dazu auf, den Namen des Vaters zu heiligen.
Lukas 11, Vers 2, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Der Sohn stellt die Verbindung zum himmlischen Vater dar, deswegen sollen wir auch nicht zu Jeschua beten, sondern durch Jeschua zu Gott, dem Vater, und zwar im Namen seines Sohnes. Johannes Kapitel 14, ab Vers 13, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wir bitten also den Vater im Namen seines Sohnes Jeschua, weil Jeschua der einzige Weg und die einzige Verbindung zu Gott, dem Vater ist und jeder andere Weg in eine falsche Richtung führt. Im Buch The Origin of Christianity heißt es über den griechischen Namen Jesus, sie, die griechisch-römische Welt, hat Zeus als ihre höchste Gottheit angebetet. Ihr Retter war Zeus, so waren sie jetzt bereit, Jehoshua als Jesus, Jesus, zu akzeptieren, was Heil Zeus bedeutet. Auch im Buch Gospel of the Kingdom wird erklärt, der griechische Jesus kommt aus dem Namen Zeus, der herrschende Gott im griechischen Pantheon. Es ist einfach erstaunlich, darüber nachzudenken, dass all diese Jahre, hunderte von Jahren, die Menschheit den Heiland bei einem falschen Namen genannt hat. Es ist schwer, den Namen Jesus aufzugeben, weil er so tief in uns integriert ist und vieles in diesem Namen gesagt und getan wurde. Deswegen warnt uns auch die Heilige Schrift in Jahwes dritten Gebot, du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn Jahwe wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Auch die Vorlage, die man für das Aussehen von Jesus wählte, kommt, wie einige Quellen berichten, vom griechischen Göttervater Zeus. Denn die Bibel lehrt ganz klar im 1. Korinther Kapitel 11, Vers 14, oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Denken wir daran, dass sich laut Offenbarung 2, Vers 13 der Thron Satans in Pergamus befindet, dort, wo damals der Thron von Zeus war. Schauen wir uns mal an, was die Encyclopaedia Britannica über den Namen des Messias zu sagen hat. Auf Seite 149 heißt es, der Name Christi in der Septuaginta war der gemeinsame hebräische Name Joshua oder Jehoshua. Auch die Encyclopaedia Americana fügt auf Seite 41 hinzu, ursprünglich wurde der Name des Messias Jehoshua oder Jehoshua ausgesprochen. Dies ist des Messias ursprünglicher Name. Es ist ganz offensichtlich, dass die moderne Form Jesus nicht einmal im Fernsten den ursprünglichen Namen ähnelt, den die Jünger verwendet haben. Wenn die Apostel des Messias ihn nicht Jesus oder geschweige denn Isa genannt haben, warum sollten wir das dann eigentlich tun? Und wenn alle Propheten, alle Apostel und der Messias selbst den Sabbat geheiligt haben, warum sollten wir das dann eigentlich nicht tun? Der Sohn ist die rechte Hand Gottes, denn vom Vater kommen die Pläne, die durch den Sohn ausgeführt werden. Markus 16, ab Vers 17, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Vor 2000 Jahren, als der Messias geboren wurde, um für uns zu sterben, befand sich der Großteil der Welt in geistiger Finsternis. Doch die Bibel sagt uns, dass der Messias bei seiner Wiederkunft die Menschen zur Erkenntnis führen wird, dass nicht Jesus, sondern Jeschua und nicht Zeus, sondern Jahwe die Namen sind, die wir heiligen sollen. Jeremia 16, Joel 3 und Apostelgeschichte 4. Darum siehe, ich werde sie zur Erkenntnis bringen. Diesmal werde ich sie, meine Hand und meine Macht erkennen lassen, und sie werden erkennen, dass mein Name Jahwe ist. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird gerettet werden. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Amen. Do you really think that our Lord in the moment here of the kingdom at the millennium, after creating the Hebrew language that created the entire universe, would stand before the universe and say, I am the Allah, the Alpha and the Omega. I am the Greek alphabet. He's not Zeus. He's not a Greek god. He's a Hebrew god. He's Elohim. He would not have said, I am the Allah, the Alpha and the Omega. I can't even say it.
He would have said, I am the Aleph and the Tav. I am everything that my Father has created. I am that language. I am all of the words. I am the Word. Let's continue and see if we see any more connections. Isaiah 44, 6 says, Thus says Yahweh, the King of Israel, the Melech of Israel, and his Redeemer, Yahweh Sevaot, as we read it tonight, we sang tonight. I am the first and the last. Besides me, there is no Elohim. This is Yahweh, ladies and gentlemen, speaking this. For those of you that struggle, and I know with talking to thousands of people online, there are somebody out there is going to struggle with whether or not Yeshua himself is divine. We have a big problem if he's not. And I don't mean to get into that theology, but right here in Isaiah, Yahweh says, and he's the King of Israel, Yeshua is called the King of Israel, and his Redeemer, Yahweh Sevaot, the one who is the warrior, the mighty King. I am the first and the last. There is no other Elohim. Yeshua in Revelation 1:8 says, I am the first and the last. That's a problem. If you believe that Yeshua is just a man, if he's just a prophet, he cannot claim the same thing that Yahweh claims as being the first and the last, the very beginning and the very end. Is this making any kind of sense? The Hebrew alphabet is really a spiritual journey, and so you can see where you're at in your spiritual journey by understanding which letter you are on. Really have the DNA of Yahweh, of mankind, built into the Hebrew alphabet. He says he created the universe through his word. This is the language that he chose to speak, that is creative in form. Melech, which means king, means the water of instruction brings anointing. This, my friends, is why Yeshua had to be baptized. He wants all mankind to come to him. And the only way that you can come to him is Yod. And Yod is the right-hand power of God. It is the first letter in his name. No man comes to the Father except through the crowned man, the Son. There can be nothing more life-changing than understanding the supernatural frequency of Yahweh's language, the Hebrew alphabet, and understanding every letter is connected to your spiritual journey.